Servus. Es geht weiter. Es ist Samstag. Ich habe ja schon vorher erzählt, ich habe die leider nicht getroffen. Aber ich gehe trotzdem nochmal mit einem Freund, der ist schon auf dem Wiesen. Ich fahre jetzt dahin, ich warte auf den Bus und dann geht's ab. Wir sehen uns. Los geht's! Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. I'm a jogger, I can't give fuck, but you know about a man who been in this spot every day and night. Oh, I go hard every day till I get by. They can tell that I did it, I'm the main man. I'm a jogger, I grind every day till I aim in the bank. They can tell that I ain't gon' fail. Bust down on my neck and wrist, ask about me, I've been legit. Humble jogger, I ain't gon' quit, but you know about a man who been chasing dreams. Wow. Oh, let's go again, cause people think I'm bluffing in this shit, man. Aye, humble dragon. Let's go, man. I'm tired, but I'm back again. Thank you. Thank you. Yay. Follow me on Spotify. What's your name? Humble Dragon. Please check my album, man. I just dropped my album. Humble Dragon. Thank you so much, bro. I'm very grateful, man. Thank you. So, ich habe meinen Freund jetzt nicht getroffen. Er geht nicht dran. Ich denke mal, sein Handy ist aus. Genau, und jetzt bin ich hier wieder ganz alleine, so wie Donnerstag. Aber das Ding ist, dass ich kein Bier getrunken habe. Das ist das Wichtigste. Weil wenn mit Bier ist, bin ich komplett lost und weiß nicht wohin. Also bin ich jetzt hier beim Hockerbrücke und warte auf eine S-Bahn, fahre einfach natürlich nach Hause und fertig ist. So. Servus, Jungs und Mädels aus München. Spaß. Vierter Tag oder fünfter Tag, ich weiß nicht. Ich denke mal, vierter Tag. Einmal war ich mit meiner Schwester und meiner Familie. Dann einmal, also donnerstags, habe ich Sydney gesucht, habe ich nicht gefunden. Freitag war ich zu Hause. Gestern, also Samstag, war ich Oktoberfest. Und heute. Heute ist es die Mission, dass ich eine Arbeitskollegin hat einen Tisch oder so und ich besuche sie halt, also ich treffe sie halt und hoffe, dass ich sie treffe, nicht so wie gestern, dass ich nur rumgegaukelt bin und nach einem Freund gesucht habe, der eigentlich nicht auf dem Wiesen war, aber egal. Und auf jeden Fall habe ich hier auch einen Tracht an, also Lederhosen von meinem Vater und hier die Schuhe kennt ihr bestimmt, die sind ein bisschen nass jetzt, aber die habe ich schon seit vier Tagen habe ich diese Schuhe getragen. Und nur am Oktoberfest. Die Schuhe sind so dreckig. Und ja, in 6 Minuten kommt mein S-Bahn. Ihr seht dann alles rund mehr, wenn ich dort bin. Also viel Spaß. Es ist schon erstaunlich, dass ich hier reinpasse. Es ist eigentlich noch so viel Platz ist da. Aber ich habe halt meinen Pullover angezogen. Und ja, es ist sehr viel, also das ist ja von meinem Vater und ja, eine Jacke habe ich noch angezogen, meine Dior-Tasche und jetzt geht's ab. In vier Minuten kommt die Scheiße. Yay! So, ich bin mal, wo ich Probleme hatte. Erst hier? Als das Ding war, vorhin war mein Lieblings-Designer hier genau in diesem Zelt. Das Ding ist, es kommt jetzt auch nicht mehr vor. Das ist ja schon scheiße, aber ist mir egal. Ich bin jetzt drin im Zelt und das ist das Wichtigste. Oh!
Blut. Es ist so ein chaotischer Flop. Ich weiß nicht, was ich machen soll. What's up, man? Ich hab voll daneben geschüttet, aber egal. Was? Ah, Mann. Ich bin schon wieder auf dem Weg auf dem Klo. Egal. Purple rain, purple rain.
danke, danke, danke! Hey, hey, hey! Danke, danke, danke! Hey, hey, hey! Oh, 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 oh! Kleine Missgeburt! What the fuck, man? What the fuck? Was war das, Digga? Dein, dein Bein! Oh, oh, oh! Jetzt geht's rückwärts! Jetzt geht's rückwärts! Ach, der Einige, Digga! Was ist das? Wow! Digga! Ach, der Einige, da steht einer! What the fuck? Wow! Also wirklich, das war das langweiligste überhaupt, oder? So was von. So, servus. Also wir hatten gerade jetzt eine übelst geile Mission. Also ich war jetzt immer noch mit meiner Arbeitskollegin noch unterwegs. Und jetzt bin ich im Auto drin, weil eine andere Arbeitskollegin, die ich auch kenne, haben wir dann angerufen, haben gefragt, ob sie kommen kann. Und sie ist wirklich aufgestanden, hat sich umgezogen und hat sich wirklich den Arsch aufgemacht, mit dem Auto zur Hackebrücke gefahren. Also wirklich, riesen Respekt, was sie macht. Klar, also da kommt sie wieder und ich würde schon sagen, ich liebe sie. Also ich würde jetzt nicht so sagen, eine Homo oder so, aber also ich würde sagen, ich habe sie total lieb und sie ist eine Person, die denkt sich auch so, was mache ich? Sie ist eine Person, die ich wirklich sehr liebe. Also wirklich, ja. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich bin alkoholisiert, genau. Auf jeden Fall gehe ich jetzt einmal duschen. Ich habe keine Ahnung, ob ich kalt oder warm dusche, ist mir scheißegal.